Yo YouTube, was geht? Ich weiß, es ist schon eine Weile her, als ich das letzte Video gepostet habe, aber jetzt mache ich wieder ein bisschen mehr Content. Und ja, wie ihr seht, ich sitze schon im Auto, denn ich bin jetzt auf dem Weg zur Recording-Session von einem Rapper namens Königskind im Studio von meinem Kollegen Alex von Bay Studios. Ich verlinke die auch beide hier in der Beschreibung. Ja, Königskind ist habe ich das letzte Mal bei seiner letzten Session zum ersten Mal kennengelernt. Super chilliger Typ, haben direkt connected. Super talentiert auch vor allem. Hast du eigentlich schon ein einziges, das tauglich ist? Der macht so ein bisschen Oldschool-Rap, so ein bisschen Boom-Bap, Gospel-mäßig. Freestyle! Ja, der letzte war zum Arsch, Alter. Schaut bei seinem Spotify vorbei, wie gesagt, ich verlinke es hier. Und ja, wir sehen uns dann gleich im Studio. Bis gleich. Immer diese Leute, die zu spät kommen. Eieiei, immer diese Leute, die zu spät kommen. Servus, Mann. Schön, dich zu sehen, hey. Da muss ich das mit Fliesen aus Sonne, wie ein Pieger aus der Sonne schwimmen im endlos blauen Pool. Mein Kopf groovt in den Wolken. Mein Kopf groovt mit den Wolken. Mein Kopf groovt mit Wolken. Okay, der Part ist halt. Hey, das alles, siehst du das? Das habe ich alles noch gerade auf der Autofahrt her umgekritzelt. Mein Bruder voll am Fahren und ich sitze hinten über. 3 Uhr nachts bis 3 Uhr nachts durchgeschrieben. 2 Stunden gepennt, direkt wieder weiter, Alter. Boom, gib ihm. Boah, es ist echt gut hier zu sein. Ich war noch, hab so Fitnesszeug dabei gehabt und weißt du, diesmal. Ah, der Winkel ist scheiße. Das war nicht aussehen. Also du filmst einfach. Ja, ich habe so easy, dann kannst du ja irgendwie so. Ich habe vorhin im Auto noch so, deshalb kam ich jetzt auch ein bisschen verspätet, aber es war okay, weil du noch da warst. Was geht, Leute? KK am Start mit Iwi Victor, Mann, der coolste Produzent, den ich so in der letzten Zeit kennengelernt habe. Eigentlich habe ich ja nur dich kennengelernt, oder? Warte, ich nicht, was du mir sagen. Keine Ahnung, auf jeden Fall rocken wir jetzt im Studio, ey. Ah, geil. Ey, ich hab die letzte Nacht, glaube ich, habe überhaupt nicht gepennt. Ich habe auch 5 Stunden, glaube ich. Ja, 5 Stunden ist schon mal gut. Oh, geil, ey. Ah, ja, jetzt haben wir es, Mann. Let's do it. Schütteten Wolken kam aufs Land der Dichter und Denker. Na, warte mal. Kam aufs Dichter- und Denkerland klar. Passt es, wenn ich einfach mache, kam aufs Dichter- und Denkerland klar? Also ich habe ja hier, ja genau, komm aufs Land der Dichter und Denker klar. Aber eigentlich würde es schneller sein, also mehr vom Takt passen, wenn ich glaube, ich mache, kam aufs Dichter- und Denkerland klar. Nee, aber, das hört sich strange an, gell? Kam aufs Dichter- und Denkerland klar. Wird man es checken? Wie wär's, wenn du es ER wegmachst? Kam aufs Land dicht klar. Der Dicht und Denker klar. Kam dicht aufs Land der Denker klar. Kam aufs Land der Dicht und kam Denker dicht klar. Aufs Land der Denker klar. Ey, das geht eigentlich auch, oder? Ich dachte dann einfach so, okay. Hey, was habe ich zu verlieren? Weil es ist ja so, Patte kommt und Patte geht. Und ja, natürlich ist es scheiße, Schulden zu machen. Aber alles sind Lehrmeister. Dumm ist, wenn man immer und immer wieder den gleichen Fehler macht und nie draus lernt. Die Dinger hatte ich halt auch schon. Aber so, ich vergesse dieses Gefühl nicht, weißt du so. Es in meinem Herz brennt so das Feuer, einfach nur Musik zu rocken. 24/7 Studio,
Scheiß aufs Geld, Mann. Ey, ganz ehrlich, ja, voll viele labern von dick Geld im Mercedes. Ich würde auf das Ganze scheißen, wirklich, wortwörtlich. Wenn ich einfach nur die Kohle habe, um, sag ich mal, meinen Lebensunterhalt zu sorgen, ab und zu mal im Jahr zu reisen, mit einem süßen Mädel in ein Restaurant zu gehen, sowas, easy Lifestyle. Aber einfach nur Musik machen zu können und nicht zu warten, ah shit, mein Budget, ah, kann ich jetzt ins Studio, ja, dann vergeht wieder ein Monat. Und in dem Monat schreibst du jeden Tag locker 2 Songs, nachts wachst du wieder auf, hast Lines drauf, fährst im Auto, ziehst rüber, fängst an zu schreiben. Du spielst so einen Film, aber der hört nicht auf. Komm dicht aufs Land, der Denker, klar. Jetten, Wolken kamen, dicht aufs Land, der Denker klar, muss mich verkrümeln. Maritim, Ocean Breeze auf Radar, Sansibar, Feeling, Aperol im Glas, schlüpfen paar an der Bar, Bole hart wie ein Star, yeah, yeah, Freiheit greifbar nah. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber der war nice. Der war bis jetzt, glaube ich, der Beste, gell, so irgendwie. Mach nochmal, der war besser außer Puster, ja, das ist dieses, du hast einen Durchhänger und irgendwann sagst du, ach, fuck it, ich gehe aus meinem Kopf jetzt wieder raus und dann rockt es. Mach den nochmal. Okay. Einfach mal immer sowas. Stell dir vor, du hättest einfach immer deinen eigenen Fotograf oder Fotografin. Ja, genau, das habe ich vor. Ich will auf jeden Fall einen haben, der auf jeden Fall alle Sessions komplett durchfilmt. So geil. Da schlüpfen paar an der Bar, Bole hart wie ein Star, Freiheit greift banal. Keine Ahnung, ob das gut ist, so wie ich es gemacht habe. Das passt zum Beat nicht. Das passt nicht, wenn ich hoch. Aber das erste war gut. Lass mal reinhören, ob weil du gab es auch mit Feeling, weil es natürlich war, weißt du. Denke klar, um mich zu verkrümeln, Maritim, Ocean Breeze auf Radar, Sansibar, Feeling, Aperol im Glas, schlüpf ein paar an der Bar, Wolle hart wie ein Glas, Freiheit bleibt banal. Aber mach mal das erste, wo zumindest dieses hart geil war, weil es auch so... Kopf zu brechen, Wolkenplan, Sicht aufs Land, denke klar, um mich zu verkrümeln, Maritim, Ocean Breeze auf Radar, Sansibar, Feeling, Aperol im Glas, schlüpf ein paar an der Bar, Wolle hart... Was? Das passt nicht, meinst du? Nee, das muss durchgehend Rap sein einfach. Okay. Ready? Ja. Eine Sache ist den Weg zu kennen oder weißt du so, die ganz andere ist es ihn zu gehen. Und ich war dann so in meinem zweiten Album, fuck drauf, all in. Er hat keine Kohle, vom Job geflogen, Jobcenter, irgendwie ein bisschen Geld gekriegt, schäme mich drum, bei den Eltern gewohnt. Weil habe ich die letzten Jahre nur im Ausland gelebt, auf einmal wieder bei den Eltern und so. Ich bin ihnen mega dankbar, weil die mich da voll supporten, auch in der Musik und so. Also, ja, geh doch Musik zu studieren, ey, wenn es irgendwie Studiengang Rapper, was weiß ich, gehen würde, da wäre ich schon seit Jahren drin. Aber denkst du, okay, mache ich halt Eigenstudium. Und ist okay, mit dem zweiten Album ein Zeichen setzen. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch bis jetzt noch kein Musikvideo. Weißt du, sowas. Weil ich glaube, das Ding wird einfach steil. Und sowas halt einfach zu sagen, ey, erst wenn du, und ich glaube, den Satz kennst du auch, erst wenn du keine, dieses Rücklehnen hast, wenn du sagst, okay. Back against the wall. Ja, Mann. Rücken zur Wand. Dann geht's nur noch vorwärts. Hast du eigentlich schon ein einziges, das tauglich ist? Boom, boom. Frag sie nach ihrem Namen, frag sie nach ihrer Nummer, schlemmern, boom, boom, Eis, schlendern, den Tor runter. Die Scheißsachen cuttest du raus oder machst einfach raw komplett rein? Nein, ich cutte schon, auf jeden Fall. Okay. Schlendern den Trois-Trois runter. Versteht man nicht, was ein Trois-Trois ist? Keine Ahnung, was das ist. Nee, ich weiß auch nicht. Echt? Das ist, ich dachte, das wäre okay. Schlendern. Alter, geil. Victor, durch dich kriege ich auch direkt alle Russen noch auf zack rein. Ja, bei mir. Russen, bei mir Latinos, Kolumbianer, Venezuelaner, zack und dann. Bei mir sind im TikTok voll viele Russen. Okay. Also du auf TikTok ist jetzt die Plattform, wo du die Möglichkeit hast, entdeckt zu werden. Also dass du ein Video machst und plötzlich hat es Millionen Views. Crazy, Mann. Das hast du auf Insta heute gar nicht mehr. Ich bin komplett oldschool, weißt du, noch diese ICQ-Generation. Ja, ich auch, aber. Nur Facebook, da denkst du, Facebook rockt richtig. Auf einmal, ich bin auch erst in Insta, glaube ich, seit 2 Jahren und so und denke, das geht halt voll und jetzt bei... Also das geht schnell heutzutage, ja. Runter, das ist so schön. Trois, was ist das? Trois. Saftig wie Kiwi, er hält ewig, Golden Era Time. Mein Humor, Limetten-Style, sauer ist lustig, bitte die Wetterfee zu bleiben. Wie es weitergeht, hörst du im Part 2. Irgendwie sowas. Der Schluss. Hey, keine Ahnung. Lass den mal, weil das ist der Mindfuck, weil meistens sind diese, wenn man es beim ersten Mal kickt,
Dann sind es die geilsten. Und hinterher willst du es nur verbessern, besser, dann bist du nur im Kopf halt. Für Part 2, hier! Yeah. Ja, irgendwie sowas. Ist hingeflogen. Ja, hör mal, ob der zu heftig war, wie ich da reingehe. Aber ich will halt im Chorus richtig aufdrehen, weißt du, dass du so einen richtigen Banger hast. Eigentlich ist das ein Sommerlied, aber auch ein Club-Banger könnte es sein. Ein paar an der Bar, Wolle hart wie ein Star, freie Treffbanner. Dieser Sommer, saftig wie Kiwi, erhält ewig golden era time. Mein Humor, Limetten-Style, sauer ist lustig. Ich bitte die Wetterfee zu bleiben, Lady, machst du schon mal bequem für Part 2, yeah. Also der Schluss ist Killer. Okay. Mal so lassen. Lady Master, nee, nur das Lady Master schon mal bequem. Ich glaube, bei dem anderen kann ich noch mal geiler auf diesen Beat drauf gehen, was du gesagt hast. Da war ich nur ein bisschen nicht richtig im Flow. Muss ich also aufnehmen? Ich glaube, diese Momente sind aber, die sind golden, Mann, weil ich glaube, das sind Schlüsselmomente, wo du die Chance hast zu entscheiden, Mann, ich change und ich change etwas, weil erst dann verändern sich auch Dinge so. Und ich glaube, diese Sachen, diese Tiefpunkte, dieses, ey, jetzt läuft's kacke, ah, Kohle fehlt, ah, Beziehung geht in die Brüche, ah, warum keine Fans, warum kein Support, warum dies, jenes. Ich glaube, das sind Sachen, die jeder, der seinen Traum aufbaut, jetzt egal ob Musiker, egal ob Filmstar, Johnny Depp, der hat eine Zeit lang, der wollte ja auch Musiker werden, so in einer Rockband, der hat E-Gitarre gespielt. Er hat, glaube ich, zwei oder drei Jahre hat er im Auto gelebt und hat Schreibwarensachen verkauft, Alter, aus seinem Auto raus, Stifte und Sachen. Und dann kam seine Freundin zu ihm und während er halt im Auto gelebt hat und seine Art, ne, so Jack Sparrow, ja. Und dann hat er so irgendwie, wie er mit den Leuten wahrscheinlich geredet hat, sonst was, die hat es gesehen und die hat ihn lieben. Das ist halt, es gibt Menschen und ich glaube, das ist wie so divine, die werden geschickt in dein Leben und die sehen was in dir, was andere nicht sehen und die zu ihm direkt, du bist Schauspieler und dann hat die irgendwie eine Connection aufgestellt zu einem Regisseur und dann ging es halt los mit seiner Schauspielkarriere, Musikkarriere in Bach, weißt du. Ja, der letzte war zu much, Alter. Ich glaube, ich drehe schon durch, ey. Ich fühle mich, als ob ich besoffen bin, Mann. 2 Stunden Schlaf sind für einen Menschen, glaube ich, zu wenig in der Nacht. Das glaube ich auch, ja. Oh, meinst du, der war gut? Lass mal hören. Dieses Brrbabaunen, ha. Aber wenn der nicht so schlecht ist, weiß ich, kann ja nochmal so ein ha. Der allerletzte oder welcher? Aber einen echteren machen, ja, genau, den letzten. Mal ein bisschen lauter und dann. Das ist geil. Das ist voll geil. Das ist richtig geil, Mann. Das ist safe, das kommt rein, oder? Ich finde es geil. Das passt voll. Das ist voll eigenes Ding und so, ja. Zumindest das Lachen auch oder so. Alter, dann sind wir durch. Nein. Intro, gell? Ja, Intro. Ja, aber Intro ist easy. Wow, das war mal eine heftige Geburt, du. Das war die Werkstatt, weißt du, da haben die alles T-Shirts bedruckt, Sachen gemacht. Gleichzeitig, aber ich glaube, das sieht man nicht richtig. Ja, das ist der einfach cooler Typ. Was glaubst du, wie alt der ist? Das ist wahrscheinlich genauso wie bei mir, der sieht einfach jünger aus, als er ist. Ich würde sagen, was glaubst du? 35. Was glaubst du? Ich sag 25. Oh Mann, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall so 35, 36, safe. Geil. Ja, und die Peruaner, ja, die sind. Alter, geil, Mann. Ich glaube, das kann man schon direkt so nehmen. Ja. Wow. Jetzt machen wir einmal komplett im Durchlauf, ne? Welchen? Boah, alles, das Ganze. Achso, du meinst. Einmal, ja, ob das halt passt. Ja, gut, dann lass ich einfach über Lautsprecher abspielen, oder? Ja. Mhm. Voll geil. Ja, jetzt ist wieder Zeit, die Snapback anzuziehen. Auf jeden Fall sind feiern ein zelebrierender Moment. Ohne Snapback geht nichts. Snapback, back. Snapchat hab ich noch nicht. Das könnte Intro sein. Zeit offline zu gehen. Schalt ein Bildschirm ab, der ganze Kack geht mir auf den Sack. Schnapp einen Rucksack. Aber nur der Beat-Part. Ah, der ist auch geil. Eigentlich nur der Beat. Hey, was meint ihr? Soll ich einfach komplett 2 Dinger hochladen? So einmal für euch, dass ihr nur so
So, genau in diesem Flow. KK und sein kleinen Hollywood. Dreh auf, selbst dance. Mama lauter, drehen was auf. Komm schon, Babe, Babe, Babe. Du weißt genau, was ich brauch. Freestyle! Freestyle! Diesen Typ, das ist Bay einfach. Freshe Lines werden hier auf seine Beats gepackt und ich weiß, dass wir noch so oft hier einfach abchillen in dieser Studio. Ich kill ein Beat, raus ins Blau. Ich kill ein Beat. Ich mach nicht gar keinen Freestyle, was mach ich hier eigentlich? Aber der war geil, der war schick. Rapper Freestyle, ne? Ja, stimmt, aber Freestyle, also irgendwie so. Ich glaube, das ist. Ich könnte das mache ich als Intro für das Video. Safe. Also, ich könnte mehr Freestyle. Das Ding ist, ich stehe einfach drauf. Beim Text, ne? Beat, Loop, Zimmer zu, Raumschiff, Richtung Unendlichkeit. Raus ins Blaue, raus ins Blaue, brr, ba, ba, ha, ha. Was lernen wir aus dummen Fehlern? Nie wieder nur 2 Stunden pennen. So.